AVS Media Day. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar werde ich hier in diesem neuen Video für euch doch noch das neue Anti-Cheat-System ein bisschen näher für die Leute erklären, die es halt echt rein gar nicht verstanden haben. Ich werde hier euch alles nochmal gut erklären. Bitte hört hier sehr gut zu, schaut das ganze Video an und es sind sehr viele Fragen dennoch offen und ich hoffe, ich werde das jetzt hier mit diesem Video beantworten für viele und ich werde dieses Video immer nach den Glitchen am Ende des Videos vom Glitch halt einfach nur ins Video anpinnen. Da könnt ihr auch das hier anhören und zuschauen, wie das Ganze funktioniert. Und als allererstes sprechen wir natürlich über die Verkaufslimits und Einheiten, wie ihr das einhalten müsst und was ihr beachten müsst. Und danach erkläre ich euch auch noch, warum wir eigentlich immer nur Bennys Fahrzeuge duplizieren, beziehungsweise den LG Retro Custom oder Karen Sultan RS oder Progen Italy GTB und nicht den Narrow Custom und auch nicht den X80 Proto und auch nicht den Deluxo. So, also im Grunde hat sich nicht besonders viel getan vom Anti-Cheat-System, ein paar Kleinigkeiten, viele ärgern sich drüber, ist aber, finde ich, nicht schlimm, weil ich wusste, dieser Tag wird eines Tages kommen und nun ist er da. So. Wir haben das für gewöhnlich immer so gemacht, ich zeige auch immer und erkläre auch immer, es ist in den Thumbnails drin, ich mache extra, wenn es ohne iFruit-Kennzeichen ist, schreibe ich das dazu, wenn nicht, dann ist es halt so, dass ich sage, dass wir hierfür ein iFruit-Kennzeichen brauchen. Wenn ihr keins habt, könnt ihr natürlich ohne iFruit-Kennzeichen Glitches machen, aber ansonsten empfehle ich euch das nicht zu machen ohne iFruit-Kennzeichen, weil dann bekommt ihr dreckige Kopien. Und zu dreckigen Kopien werde ich euch auch noch was sagen, wie das sein soll, wie es nicht sein soll, etc. Und gehen wir jetzt erstmal von den Verkaufseinheiten. Ja, das heißt, wir dürfen trotzdem genauso weiter. Ich mache das immer so, ihr könnt es entweder so machen, wenn ihr Schiss davor habt und ihr wollt auf Nummer sicher gehen. Ich werde euch auch das über die Flugzeuge sagen und auch über die Oppressor Bikes. Und auch was alles so wir vom alles kostenlos Glitch gekauft haben. So, die Einheiten pro Verkauf, das heißt, wir gehen immer von echter Zeit, nicht GTA-Zeit. Sprich, wenn ich jetzt einen Retro fahre zum Verkaufen, ich verkaufe ihn und ich warte oder ihr wartet halt, wenn ihr nicht sicher seid, eine echte Stunde ist gleich 60 Minuten. Danach könnt ihr den nächsten Retro am besten mit natürlich anderen Kennzeichen Nummerierung, ja, und vor allem dann ändert ihr was am Tuning. Nur eine Sache, nicht alle Sachen. Jeder kann sich das leisten, weil wenn wir vorher einen Retro verkauft haben, bekommen wir schon über 900.000. Das ist sehr viel Geld und dann können wir uns beim nächsten Auto das so leisten, dass wir einfach nur den Spoiler ändern oder die Stoßstange oder die Motorhaube. Das ist nicht so schwer und das ist auch machbar, weil viele flennen schon rum und sagen, warum muss ich was an dem Auto ändern, weil ich bin ja geizig wegen dem Geld. Finde ich scheiße, ihr müsst es machen, dann seid ihr sicher. Wenn ihr aber euch echt sicher fühlt, dann könnt ihr das auch so machen wie ich. In einer echten Stunde, ja, könnt ihr auch zwei Retros verkaufen. Die müssen aber unterschiedlich vom Tuning her sein. Das muss einfach immer ein einzigartiges Auto sein. Sprich, die hier sind bei mir in meiner Garage, das sind einfach halt mal knallhart 10 gleiche Retros. Außer das Nummernschild ist anders. Bei jedem ist das Nummernschild anders, aber trotzdem fahre ich jeden Einzelnen, wenn ich ihn verkaufe und ändere irgendetwas. Scheinwerfer, Felgen, ist egal. Ihr könnt auch nur das Billigste nehmen, einfach nur das Dach wechseln. Darf aber nicht beim nächsten mit dem gleichen, zum Beispiel ohne Dach verkauft werden. Wenn ich den hier ohne Dachtuning verkaufe und den hier denselben auch nochmal ohne Dachtuning, dann ist es natürlich das Gleiche. So dumm kann man eigentlich gar nicht sein, um das nicht zu verstehen. Dann ändere ich halt hier beim zweiten einfach nur die Motorhaube. Eine Stufe runter, fertig. Oder die Farbe. Dann gilt es so, dann warten wir nach diesen zwei Verkaufen oder ja, verkauften Autos, warten wir auch eine echte Stunde sind 60 Minuten und dann könnt ihr die nächsten zwei, wenn ihr wollt, verkaufen. Ich werde hier in diesem Video mit euch auch Autos verkaufen und ich zeige euch, worauf ihr immer achten müsst. Immer beim Verkauf, wenn ihr iFruit-Kennzeichen habt, dann erstellt ihr euch mehr. Ich werde euch das auch noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Dann seid ihr, wenn ihr mit iFruits verkaufen wollt, dann seid ihr auch dort sicher. Ich verkaufe mittlerweile ohne iFruit-Kennzeichen.
So, wir gehen hier einmal kurz raus. Dann gehe ich jetzt hier in eine andere Garage und dann zeige ich euch dort, dass ich da noch Karin Sultan RS drin habe. Also jetzt kommen wir dann hier schon zu dem, was ich sage. Ihr könnt auch Bombuschkas verkaufen. Übertreibt halt nicht. Probiert es aus. Wir werden später, dann werde ich euch sagen, worauf ihr achten müsst. Ihr könnt auch Oppressor Bikes verkaufen, aber ändert immer pro Verkauf irgendetwas an den Fahrzeugen, Flugzeugen etc. So, wir gehen hier Untergeschoss 3 bei mir rein. Bei mir sind hier die Karin Sultan RS. So, die sind auch alle gleich, was jetzt hier ein bisschen scheiße ist, aber die Kennzeichen sind halt einfach anders. Der hier, der hat, schaut euch das an. Der hier hat am Ende die 750. Jetzt gehen wir zu dem nächsten. Der hat am Ende die 869. Sauber, sauber. So, wir gehen zum nächsten. Was hat der? 303. Sauber. Der nächste, was hat der für ein Kennzeichen? Der hat ein iFruit-Kennzeichen. Ist genauso sauber. So, was haben wir hier? 580. Ihr seht es, jedes Auto hat bei mir einfach ein anderes Kennzeichen. Die sehen zwar alle gleich aus, aber die Kennzeichen sind halt einfach anders. Die ID ist von dem Auto jedes Mal anders. Der hier hat auch ein ganz anderes 234. Aber wenn ihr von der Nummerierung das gleiche habt auf anderen oder auf allen, dann ist das mega scheiße. Dann müsst ihr die alle überschreiben und mit einem Glitch machen, wo es keine iFruit-Kennzeichen braucht, wo wir das von den RH8s bekommen. Seht ihr das? Hier nochmal 3, 8, 5 am Ende und hier ist ein ganz anderes. Hier ist die 3, was ist hier 3, 4, 1. Wenn aber diese Nummerierung 25JGE385 auf diesem Karin Sultan RS so drauf wäre, dann ist das scheiße. Wenn ich einen von denen verkaufe, kann ich sehr schnell ins Verkaufslimit reinkommen. So, wir werden hier, wie gesagt, auch noch jetzt ein paar Autos verkaufen. Ich fahre jetzt hier mit einem raus. Und warum eigentlich immer mit Bennys Fahrzeugen? Die besten drei Bennys Fahrzeuge sind und bleiben, das war schon immer so, es wird kein X80 Proto oder Deluxo so viel Geld bringen wie die Bennys Fahrzeuge. Und die besten drei sind hier Progen Italy GTB, weil wir hier sehr viel an Tuning reinballern, von Geld her auch, nicht der Narrow. Wir können hier bei dem nicht so viel tunen, deswegen bekommen wir nicht so viel Geld am Ende. Und der LG RH8 zum Aufrüsten, weil hier geht die meiste Kohle rein an Tuning. Fast 1,6 Millionen geht nur an reinem Tuning hier rein. Und der Karin Sultan RS, hier genauso, geht sehr viel an Tuning rein. Und beim X80 Proto kann man eh so wenig tunen, deswegen bekommen wir auch für den Deluxo so wenig, wenn wir den tunen und duplizieren. Deswegen kommen da immer nur 300.000 K raus. Das ist sehr, sehr einfach zum Verstehen. So, wir verkaufen jetzt hier einen Karin Sultan RS, der ein sauberes Kennzeichen hier bei mir hat. So, wir fahren raus, fahren Richtung Los Santos. Und deswegen sage ich auch immer in den Videos, ihr könnt auch andere Autos, dupliziert auch andere Autos. Diese drei besten Fahrzeuge sind halt wirklich Retro Custom, Karin Sultan RS und Progen Italy GTB. Der Rest ist einfach nur noch für die Tonne. Schmeißt die Fahrzeuge alle aus dem Kopf. Ihr könnt sie aber auch gerne duplizieren, dann immer nur das Originale verkaufen, aber das Duplikat bringt euch nicht so viel Geld. Das heißt, jetzt bin ich schon vorbeigefahren. Das heißt, die Duplikate bringen halt nicht so viel Geld und die könnt ihr halt einfach nur in der Garage behalten. Und wie gesagt, wenn ihr Bombuschkas verkaufen wollt, immer etwas an dem Flugzeug ändern, Farbe. Und tastet euch halt da ganz leicht dran und merkt euch eins. So, wenn ihr mit iFruit-Kennzeichen verkaufen wollt. So, wir fahren jetzt einfach hier. Es ist jetzt bei mir gerade halb eins fast. Ich fahre jetzt hier diesen Sultan RS verkaufen. Und merkt euch eins. Schaut immer, immer in die Liste rein. Passt auf, das ist hier. Seid nicht so faul. Geht hier auf das Nummernschild. Und hier sind meine iFruit-Kennzeichen alle drin. So. Und ihr müsst eigentlich schon alle wissen, wie man iFruits erstellt über die iFruit-App in eurem Handy. Ihr müsst immer das richtige Fahrzeug in der App auswählen und auch das richtige Fahrzeug im Spiel. Macht das am besten mit einem Fagio-Roller, da könnt ihr nichts falsch machen. Ihr seht es, ich habe jetzt hier G-Twist, Twister, Twist, G-Power, Suckstar, G-Squad und G-Member. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene iFruits.
Da ja aber mein Kennzeichen jetzt hier sauber ist, kann ich das auch ohne iFruit-Kennzeichen verkaufen. Aber mittlerweile ist es so, wenn ihr mit iFruit-Kennzeichen verkaufen müsst oder wollt, dann müsst ihr pro Verkauf immer einfach nur, ich habe hier 700.000 Dollar ausgegeben, nur damit ich hier die verschiedenen Kennzeichen habe. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mit dem G-Twist-Kennzeichen verkaufe, das Fahrzeug, dann ende ich auch noch irgendwas am Auto, vielleicht an einem Spoiler. Dann verkaufe ich den und wenn ich das zweite Auto hole, den nächsten Karren, mit iFruit-Kennzeichen verkaufen will, dann nehme ich hier einfach das nächste Twister und ende auch noch zusätzlich was am Auto, an der Heckstoßstange. Und dann verkaufe ich ihn. Und das mache ich immer pro Auto, immer wechsle ich das durch und immer irgendetwas anderes pro Verkauf auch noch am Tuning ändern. Dann seid ihr safe. Wenn ihr aber keinen Bock habt, das Ganze mit iFruit-Kennzeichen zu verkaufen, könnt ihr es auch mit sauberen Platten verkaufen. Aber vergewissert euch jedes Mal, bevor ihr ein Auto verkauft, dass hier in der Liste diese iFruit-Kennzeichen vorhanden sind. Das mache ich pro Autoverkauf immer. So, jetzt tue ich einfach noch was am Dach ändern. Hier, Dachspoiler, das sind 600 Dollar, das ist nichts, okay? Wir verkaufen jetzt den hier, fast 800k. Ich bin damit zufrieden, das ist besser wie gar nichts. Für normale Jobs, für einen Job, für einen Titan muss ich 300 Mal machen, damit ich überhaupt an die 800.000 komme. So, ihr könnt da nichts so rumnörgeln, das ist alles machbar und das ist nicht schwer zum Verstehen. Ich könnte jetzt auch ein Oppressor Bike verkaufen, auch an dem ende ich einfach die Farbe. Und dann solltet ihr safe sein. So, jetzt rufe ich meinen Mechaniker an. Und fordere mir entweder einen Retro Custom an oder nochmal ein Karren Sultan RS. Und falls ihr keine iFruit Kennzeichen dann mehr drin habt und ihr könnt versuchen, ihr könnt ungefähr einschätzen, ja, diejenigen, die zum Beispiel noch nie ein links oben im Dings Los Santos hatten, du hast dein Tageslimit erreicht. Ihr könnt sogar mehrere am Tag verkaufen, anstatt wie üblich 7 oder 8, um sicher zu sein. Ihr könnt sogar immer in Abständen natürlich echten Tag, habe ich schon mal gesagt, sage ich nochmal, weil es werden wieder wahrscheinlich sehr viele Leute das nicht verstehen, aber ihr müsst es verstehen, es ist nicht kompliziert. Wenn ihr noch nie das Verkaufslimit hattet, dann könnt ihr, wie gesagt, mehrere Fahrzeuge verkaufen. Immer natürlich in Abständen, immer alles schön ändern. Der hier hat jetzt auch ein ganz anderes, sauberes Kennzeichen, die 341. Und jetzt fahre ich nur rein und ändere irgendwas, vielleicht am Spoiler oder so. Und dann verkaufe ich den auch. Und dann muss ich nach diesen zwei Autos eine echte Stunde warten. Am besten verkaufe ich um 2 Uhr die nächsten zwei Autos. Und hier reparieren. Ich schaue hier trotzdem noch mal rein. Nummernschilder, aha, okay, meine iFruit sind da. Ist alles safe. So, wir gehen auf Spoiler. Nehmen einfach hier den hier. So, dann gehen wir auf Verkaufen. Hat sich jetzt nicht besonders viel getan. Aber der Spieler kennt halt nicht, dass es einfach dasselbe Auto sein kann. Das ist das neue Anti-Cheat-System und dann seid ihr auch wirklich safe. Und wie gesagt, wie ihr halt herausfinden könnt, welches Level ihr seid, indem ihr merkt, okay, wenn ihr nur ein Auto verkaufen könnt, dann seid ihr und dann schon das Verkaufslimit drin habt, dann seid ihr schon vielleicht Wiederholungslevel Täter 1 oder 2. Wenn ihr eh nur ein Auto täglich verkaufen könnt, dann habt ihr total verschissen, dann seid ihr schon in der letzten Stufe. Da geht nichts mehr mit Zurückstufen bzw. Entleveln innerhalb, dann habt ihr halt die 30 Monate schon drin. Habe ich in einem Account auch drin, ist jetzt nicht schlimm, ich habe mehrere Accounts. Und wie ihr euch entleveln könnt, das habe ich schon so oft gesagt und auch reingeschrieben und auch gezeigt und erklärt. Ihr könnt euch entleveln, entweder verkauft ihr saubere RH8s oder ihr habt saubere Retros, aber ihr müsst da knallhart am besten einen verkaufen und dann echte 60 Stunden warten und dann verkauft ihr einfach den nächsten sauberen Retro oder RH8, je nachdem ändert irgendetwas immer. Leichtes und dann seid ihr safe und ihr könnt dann auch euch vielleicht eventuell entleveln. Spielt eigentlich keine Rolle, welches Level ihr seid, ob 1 oder 7. Hauptsache ihr verkauft immer nur so in den Abständen und wenn ihr euch halt entleveln wollt, dann verkauft ihr ein Auto und wartet echte 60 Stunden. Und wie gesagt, ich hoffe, das habt ihr hier verstanden. Falls ihr dennoch Fragen natürlich habt, könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Und
könnt mir auch hier sehr gerne ein Like da lassen. Ich denke, das war's hier jetzt mit diesem Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace.